Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising the Balkans Event Video. Wir befinden uns immer noch in der Nähe von Belgrad, bei Belgrad. Und wir gucken einfach mal, was die Karte oder was die externen Aufträge uns so bringen. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich jetzt speziell mich erstmal hier auf das West-Balkan-DLC beziehe. Ich glaube schon, und dass ich danach... Ich denke mal, das macht schon am meisten Sinn. Ich meine, es ist auch für mich neu und für euch. Deswegen bleibe ich erstmal hier im Westbalkan und schau mal einfach, was... Ja, ich hätte mal über die Weltkarte das machen sollen. So, externe Aufträge. Bosnien-Herzegowina hätten wir hier mit Chemikalien oder mit Ethan. 400 Kilometer. Genau, Belgrad dürfen wir auch nicht mehr machen. Ja, dann würde ich sagen, dann fahren wir die 22 Tonnen Ethan von Belgrad nach Bihać für, naja, immerhin 24.000 knapp. Klingt doch nicht verkehrt. 9 Stunden Fahrzeit. Ich würde sagen, ab dafür. So, erstmal schön gewartet, bis alles reingeladen ist. Zeit zu gehen. Ich würde eher sagen, Zeit zu fahren. Ich habe den Sound 10% leiser gemacht, ne? Ich habe das Gefühl, der ist nicht leiser. Aber gut. Biege nach links. Hier kam ja, glaube ich, nichts. Also auch das Einzige, was ich jetzt geändert habe mit dem Sound. Okay, gut, und noch ein paar andere Sachen, aber jetzt nichts wirklich Gravierendes. Immer geradeaus. Ich glaube, ich habe den Druckluftsystem-Simulation dafür habe ich aktiviert und realistischen Treibstoffverbrauch fern gemacht. Ja. Immer geradeaus. Ich glaube, ich mache den Gesamtschlauchstärke nochmal runter auf, 40% oder so. Dann liefern wir sogar, dann nehmen wir sogar dort wieder die Nahrung auf, wo wir das letzte Video aufgehört haben. Wo die abgeliefert haben. Da haben wir es. Ethan. Direkt daneben war das LPG. Ne, das LPG war vielleicht der da. Weiß ich nicht. Also ja, es werden sehr, sehr wahrscheinlich, muss ich überlegen, sehr wahrscheinlich 29 Fahrten hier zu dem Event, wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr, je nachdem. Also ich habe mir so gedacht, und ich bin noch am überlegen, das Problem ist halt, ich weiß halt nicht, wie Zeit, die Bremsen sind etwas, weicher eingestellt als ein ATS. Das muss ich mir merken. Muss ich mir dringend merken. Und wir haben jetzt noch 22 Tonnen hinten dran. Davon hier kam ja auch nochmal auf KI, ne? Oder war das nicht so? Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass ich eventuell auch noch während das Event läuft, ich werde es dann zu dem Zeitpunkt abgeschlossen haben, weil, ne? Es sind ja nur mindestens 15 Fahrten, entweder im Westbalkan-DLC oder im Road to the Black Sea-DLC, aber ich bin hier weit drüber, allein weil ich das separat machen möchte oder mache, werde. Aber ich denke mal, dass ich das so machen werde, dass ich... Also ich weiß es noch nicht ganz genau, aber eventuell jede Stadt aus den DLCs befahre, so gesehen. Oder gar das Ganze, die einzelnen Länder zu 70%. Aber
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da wäre dann halt die Frage. Wie sinnig ist es? Mit den 70%. Wie machbar ist es vor allem? Und natürlich auch, wie machbar ist es, bevor das diesjährige Weihnachtsevent losgeht? Dann erstmal mit der Cruise Control auf 41. Gut. Ich muss in den oberen Spiegel gucken, um sehen zu können, wo wir gerade sind. Bisschen. Muss ich mich jetzt ein bisschen umgewöhnen, oder? Ich muss das Spiel anders einstellen. Ich glaube, das wäre sinniger. Machen wir eben kurz. So, Spiegel eingestellt. Ja, da ist halt wirklich sehr relevant, wie zeitnah das Dings beginnt, das. Voilà, das Weihnachtsevent. Ich denke, wir müssen auch ein bisschen noch bei der Steuerung hier ein bisschen rumspielen. Weil irgendwie ist das doch sehr, sehr hart, finde ich. Aber es kann auch täuschen. Schöne Flussüberquerung. Aber es gibt jetzt nochmal schön gut Geld, ne? Das die Fahrt hier. Und da ist, ich glaube, in den anderen Videos, ich glaube, in den beiden Videos habe ich auch drüber geredet. Von HS2, ich bin mir nicht sicher, auf alle Fälle den ATS. Ja, ne, die gebrauchten LKWs, die kosten ja nicht so viel, ne? Von daher werden wir das Ganze dann auch hier in ETS 2 so machen, wie in ATS, dass ich dort auch in 1,49 mir dann wohl euch entscheiden lasse, welchen LKW ich holen soll. Oder vielleicht erstmal welche Marke und dann welchen LKW. Und ja, ich werde, bevor ich hier das nächste Video für heute aufnehme, ich werde wahrscheinlich hier heute noch ein weiteres Video in ETS 2 aufnehmen. Ich werde dann vorher nochmal die Einstellungen übernehmen, weitestgehend die Einstellungen übernehmen von ATS. Irgendwie ist das Ganze hier nicht so optimal eingestellt, finde ich. Oder zumindest nicht so für meine Verhältnisse optimal. Anders als sonst. Deswegen habe ich das Gefühl, dass ich auch ein bisschen anders fahre. 541 Kilometer, ja doch nur noch eine relativ weite Strecke, stimmt. 8 Stunden schaffen wir es mit dem Rutsch. Oh, gerade so. Gerade so schaffen wir es nach. Was war das? Binatsch? Ja, nee, nicht ganz. Bihatsch. Nicht Binatsch, sondern Bihatsch. Auf jeden Fall wäre das so eine Idee von mir gewesen. Quasi so äquivalent zu dem, was auch in ATS vorhabe. Nur, ja gut, in ETS 2 prinzipiell auch mit den Dingens da, Bummens da, mit den Achievements, aber erstmal halt, ne, doch gut was entdecken. Quasi die jetzige Zeit, wo das noch frisch ist, erkunden. Deswegen auch die 70%-Hürde so gesehen. Könnte man vielleicht hochschrauben auf 100%, aber nee, danke. 70% ist, glaube ich, schon nicht verkehrt.
wenn man das als Hürde nimmt. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird wahrscheinlich eher so ein Fall sein von, da kommt das Weihnachtsevent dazwischen und dann ist sowieso alles wieder anders. Ich bleib mal auf der linken oder auf der mittleren Spur, weil, ja, okay, Navi hat recht. Bitte links halten. Natürlich weiter Richtung Zagreb. Wo auch immer die 80 jetzt herkommen. Ich war doch gerade so schön auf 70, auf 90. 70, genau. Okay, ja. Ich hab's einfach nur übersehen. Und dann dürfen wir auch schon wieder direkt beschleunigen. Wunderbar. Ich finde auch interessant, das muss ja auch irgendwie in den letzten 2 Jahren passiert sein, dass man, oder verwechsel ich das jetzt einfach? Aber ich meine, in Erinnerung gehabt zu haben, dass selbst wenn man den Geschwindigkeitsbegrenzer aus hatte, wenn man World of Trucks Auftrag gefahren ist in ETS 2, dass man gedrosselt war auf 85 Kilometer pro Stunde. Wenn ich da falsch liege, sagt es, aber ich habe das so im Kopf. Okay, ich glaube, hier soll man sogar stoppen, wenn ich es richtig gesehen habe. So habe ich jetzt zumindest dieses Must-Stop interpretiert. Hier haben wir einen Durchgangsweg. Fahren wir mal hier durch. Ein bisschen eng. Hier muss das mal. Oh, jetzt. Ja. Ach, wir fahren jetzt wahrscheinlich aus. Dings raus, ne? Aus. Nordmazedonien. Dann aus Madrid. Das ist Nordmazedonien? Nee. Nordmazedonien war auf der ersten Fahrt. Serbien? Was? Rechts müssen wir? Achso, da geht hier auch geradeaus für uns gar nicht weiter. Geht für uns auch gar nicht geradeaus weiter. Einmal die Papiere bitte. Sehr schön. Fahren wir mal hier mit 30. Ich glaube, 30 waren ja auch zumindest da, wo die Autofahrer waren. Ist ja auch. Also ich muss schon sagen, schon nice, ne? Die ganzen Grenzübertritte. Frisst natürlich Zeit, wodurch es wieder ein bisschen enger wird wahrscheinlich. Mit unserer Ankunft, ja, immer noch eine Stunde Puffer. Auch noch ein Stoppschild hier direkt danach. Ich befürchte ja, dass wir gleich die Schranke auf den Dötz bekommen, oder? Ich hoffe es nicht, wir fahren Titan. Können wir. Okay, nevermind, wo kommen wir jetzt nach Serbien rein? Nach Kroatien, Entschuldigung, nevermind. Und auch wieder hier entlang. Oh, diesmal sogar einmal einfach in einem Rutsch durch. Sehr schön. Oh!
Ich wurde getrollt. Es sah ja auch wild aus, wie die Schranke dann wieder jetzt weg ist. Wie wir da einfach durchgebackt sind. What the fuck? Das hat natürlich, ja. Die 22.000 bekommen wir nicht mehr. Wahrscheinlich 21.000 nur noch. Und müssen dann noch gut Geld blechen. Echt, das sah aus, als ob man da einfach durch kann. Aber okay. Nächstes Mal besser aufpassen hier. Auch weil einfach hier nicht dieses... das Symbol war. Ich dachte, man hätte wahrscheinlich mehr Papiere prüfen müssen. Aber okay, es war einfach so ein normaler Schrank, ein automatischer Schrank, der mit durchfahrt ist. Super. Dann wissen wir ja schon direkt, was wir gleich machen werden, ne? Truck reparieren und weiterhin mit 60.000 auf dem Konto haben, also verbleiben. Ich glaube, hier könnte das wahrscheinlich auch wieder mit 30 durchgehen. Also, ne, eigentlich 40, aber... sehr gut. Den wollen wir mal beschleunigen wieder. Noch nicht auf 90, erst auf 80. Er ist auch wieder belastend, ne? Vor allem, wir sind ja, glaube ich, auch, ich bin jetzt auch im Bereich von der Motor-Fehl-Funktion, deswegen, ja. Wenn es eine Raststätte gibt, eine Werkstatt, dann fahren wir da raus. Safety first. Schließlich bin ich gerade mal 160 Kilometer gefahren oder so. Oh Mann. Dann erstmal weiter Richtung Zagreb. Im Verhältnis zu ATS schleichen wir natürlich jetzt hier, aber 90 sind halt schon für Europa sehr gut. Ja, wunderbar. Was haben wir da? Da hätten wir sogar eine Werkstatt hier bei Osijek. Aber nein, wir fahren weiter. Weiter gehen Zagreb und Bihać. Aber ich glaube, dass wir wahrscheinlich irgendwann bei Zagreb dann wahrscheinlich Ausfahrt haben. Abfahren, das wollte ich sagen. Aber ja, genau, also ich denke mal, die 1,49 wird dann safe schon draußen sein, wenn ich die 29 Fahrten durch habe. Oh, gar 30 Fahrten, also ich würde ja auch gerne mit dem 9er MAN fahren, denn ich habe nicht die meine Güte. Ja, das Einzige, was ich davon mitbekommen habe, dass es da draußen ist. Damals war das Einzige, was ich mitbekommen habe. Das heißt, ich habe den selber noch gar nicht gefahren. Ich habe das letzte neue Fahrzeug, was ich gefahren bin und mir geholt habe, ist halt der Renault T-Range, in dem ich gerade sitze. Aber ja. Mal schauen. Vielleicht soll ich mir den ja. Vielleicht entscheide ich euch ja dafür, dass ich mir den holen soll. In 1,49. Da tanken muss ich nicht, schlafen auch nicht.
Und 300 Kilometer. Oder liefern wir nochmal hin? Okay. Silurgi, keine Ahnung, irgendwie sowas von dem Dreh. Eine neue Firma. I see. Aussprachenverbesserung gerne in die Kommentare. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es halt eine Menge neue Variationen an Trailer-Paint-Jobs halt gibt, so allein von Vanilla-mäßig von den Firmen und so. Gibt da nach diesem Event auch einen eigenen Paint-Job für einen Trailer? Oder als Reward für dieses World of Trucks-Event? Finde ich das ziemlich gut. Also sieht auch sehr, sehr nice aus. Wird wahrscheinlich auch sogar dann so sein, dass zumindest für den Truck, weil für den Trailer ist es ja wenig, macht es ja nicht ganz so viel Sinn, weil mit dem eigenen Trailer kann man ja keine World of Trucks Aufträge fahren, wofür dieses Profil ja quasi ist. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwann so ein Ding, was man machen könnte. Zum einen, wenn mein Rechner wieder funktioniert und hier ist, und zum anderen, wenn Lavans Rechner wieder da ist und funktioniert. Ist ja schon ein bisschen, schon ein bisschen sass, dass sowohl mein Rechner massive Bluescreen-Probleme hat, die aufgetreten sind, by the way, wieder mal nach einem Windows-Update in Kombination oder wahrscheinlich hier umgekehrt ein Treiber, Grafikkartentreiber oder Treiber-Software-Update im Zusammenhang mit einem zeitgleichen oder sehr zeitnahen Windows-Update. Erst danach ist es ja bei mir, beim alten Rechner ist es halt dadurch erst aufgetreten, dass der dann halt komplett hinüber war. Mal abgesehen davon, dass das Netzteil sowieso schon gefühlt ein Jahr, ja, wie soll ich sagen, sich trotz des Abnippelns am Leben erhalten hat. Aber danach war der Saft dann endgültig weg, also wollte gar nichts mehr gehen. Und hatte Grafikkarte, das dann irgendwie ausgeschrottet und ja. Deswegen mache ich jetzt bei diesem Rechner, auch wenn die Treiber-Updates 52 Monate oder mittlerweile wahrscheinlich schon über 60 Monate veraltet sind, mache ich hier einfach kein Treiber-Software, kein Treiber-Update. Eventuell noch nicht, je nachdem, wenn ich hier einen normalen Rechner stehen habe, der, nennen wir es mal einen echten Rechner, also nicht den Ersatzrechner, sondern halt einen Main-Rechner. Komme ich hier noch auf die zweite Spur? Na, belastend, da muss ich jetzt einfach mal anhalten. Ich bin leider nicht auf der richtigen. Fürs Durchfahren! Dauert halt jetzt länger, ne? Ja, Mann. Und rechtzeitig dann auf die Spur geht, wo man prinzipiell automatisch durch kann.
Guck mal, ich kann da automatisch durchfahren, ne? Und was ist bei mir? Ich bleib hängen und back mich dann irgendwie durch und hab massiv Schaden vom Truck. Und halt auch, ne, wegen wieder um auf das Thema mit dem Paint Shop zu kommen. Und das wäre auch wieder natürlich wieder was für eine Staffel. Aber fürs World of Schwachs Profil hier eher weniger. Die Hasch ist noch nicht ausgestört, es geht mal Richtung Ljubljana. Natürlich, es sei denn, wenn jetzt irgendwann mal, keine Ahnung, was ich sehr bezweifle, aber dass es World of Trucks Frachtmarktaufträge gibt, dann wäre es halt wiederum was ganz anderes. Wobei, was heißt, was ich bezweifle? Ich habe halt keinen Plan, was in Arbeit und in Mache ist, so wie ich zumindest vom Thumbnail gesehen habe oder vom Titel und whatever, ist ja auch in Arbeit unter anderem hier, Dingens, wie heißt es gleich, Tandems und so weiter. So, komplett Vanilla-mäßig. Also, ich habe da einiges verpasst, ne? Wie rechtzeitig abzubremsen. Halten wir uns mal rechts. Rechts halten. Natürlich doch. Richtung Split geht es. Biege nach rechts ab. Wo sind wir eigentlich gerade nochmal? Ich habe mich darauf geachtet. Okay, das dürfte noch Zagreb sein. Ja. Novo Mesto dürfte jetzt quasi nordwestlich von Avocado sein. Ich wollte gerade sagen, da wo die 12 oder so steht, aber ich konnte es nicht mehr legen. Nee, 105. Also. Ja. Ach, Kreditkarten haben wir ja auch noch. Da war ja was. So viel Kohle, die jetzt wieder weggeht, aber nicht reinkommt. Oh Mann. Ich bin ja gespannt, ob ich danach wirklich gleich weniger als 60.000 habe. Oder 61.000, mit dem wir ja geschaltet sind. Und dann wollen wir direkt hier raus. Oh, 27 Kilometer haben wir noch und Bihatsch ist noch nicht ausgeschildert. Interessant. Das ist gerade eine 60. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich glaube ja. Ich gehe mal runter auf 55. Einfach wegen der KI. Wer doch mal gerne etwas langsamer fährt. Also was man könnte. Ja, wie in der Realität. Bei Abfahrten ein großes Einkaufszentrum. Oder Baumarkt oder was auch immer. Also jetzt allgemein gesehen so, ne? Ist ja häufig so. Dass solche großen Dinge eher außerhalb sind. Dann geht es durch Karlovac durch.
Und dann müssten wir zahlen 15 Euro und dann erstmal kleiner Ortsdurchfall, sehr schön. Richtung Split geht es. Immer geradeaus. Fahren wir nach dem. Schön mit den. Diese Innerorts-Tanken sind auch echt super nice. So diese. Die neuen vor allem, ne? Also die alten. Ganz anderes, aber das hier ist halt schon. Hat seinen Charme. Genau wie da wahrscheinlich. Immer geradeaus. Abundant Schornstein da vorne. Vielleicht ist er noch inaktiv, genau, vielleicht ist er noch aktiv, aber ich glaube eher weniger. Ist ja auch häufig so, dass in einfach mitten in der Stadt dann solche alten Schornsteine von alten Fabrikgeländen halt einfach mal stillgelegt sind. Sieht eher nach stillgelegt aus. Und die nächste Ampel. Und jetzt ist B halt schon ausgeschildert gewesen, das habe ich gerade noch so erkannt. Ich hoffe, dass es in B halt schon eine Werkstatt gibt, ne? Fällt mir gerade auf. Hat 89 Kilometer. Stimmt, wir fahren ja nochmal nach Bosnien-Herzegowina ein. Also, wir fahren ja rein, nicht ein. Also auch nochmal Grenzübertritt. Jetzt die 40 hoch zu. Ach, die auf 60 zu beschleunigen. Weiß ich nicht. Demnächst links abbiegen. Wir müssen ja demnächst links abbiegen. Gut, ist noch eine Ampel, aber die ist eigentlich grün. Warum fahren wir nicht? Weil sie oben gesprungen ist auf rot. Oha. Biege nach links ab. Ist dann halt jetzt so, ne? Das werde ich jetzt einfach an einem Rutsch abliefern. Da führt jetzt kein Weg dran mehr vorbei. Vielleicht haben wir so die Möglichkeit, das sich hinzulegen, aber ich würde schon fast sagen, wir sind so nah dran. Hoch auf 80 in der Landschaft. Oh, das ist super nice hier mit den. Nein, du bremst nicht auf dem Berg, du Idiot. Was ist vielleicht keine gute Entscheidung? Weiß ich nicht. Mit dem Weiterfahren. Hier durch verlieren wäre auch nochmal gut. Na. Gut an Zeit.
wollte ich sagen. Über den Corona. Corona, meine Güte. Demnächst links abbiegen. War da gerade Stromschnelle? Nee, sieht nur so aus. Biege nach links ab. Boah, es ist einfach schön so. Das kann man einfach nicht anders sagen. Es ist einfach super schön, ist hier entlang zu fahren. Ich werde noch hart überlegen, ob jetzt pennen oder nicht. Ich glaube, ja, doch. Dann haben wir auf jeden Fall hier eine Tagesfahrt, ne? Ich würde sagen, einfach so. Ganz kurz vom Zielort, aber machen wir es mal einfach. Tanken muss ich ja nicht. Dann werden wir mal kurz hier rechts halten. Und am Seitenstreifen. Links abbiegen. Nicht am Seitenstreifen. Ich fahre noch ein Stückchen weiter. Vielleicht können wir beim Grenzübertritt auch starten. Das sieht zumindest danach aus. Ab nach Bihać. Zum Schlafen erstmal. Ja. Können wir. Machen wir dann mal auch. Ja. Wir kämpfen uns hoch. Ist ja gut. So, erstmal schön hier rechts halten. Ich glaube, ich nochmal hier rechts, würde ich sagen. Eigentlich nicht wirklich notwendig, weil wir nicht allzu breit sind, aber gibt doch bestimmt jetzt Probleme wegen des Schadens, oder? Nö. Oh. Die gucken auf die Papiere, sehr schön. Keine Inspection oder ähnliches. Kommen wir hier neben dem? Ja, kommen wir hin. Kommen wir hin. Auch ohne Schild mitzunehmen. Die Frage ist, kommen wir gleich wieder raus? Das ist das größere Problem. Ich verstehe jetzt die Druckluft-Simulation. Die war es gewesen. So, jetzt ein Kilometer. Und dann Bihać wird dann nochmal gepennt. Ich hoffe echt, es gibt eine Werkstatt im Bihać. Ansonsten wird es eine witzige Fahrt. Im nächsten Video. Oh Gott. Warum blinke ich überhaupt? Ey, so kurz davor. Ach ja. Manchmal bleibt einem keine andere Wahl. Kamerafahrt und so machen wir dann, würde ich sagen, wenn wir nochmal vorbeifahren am Tag.
Erst abhalten Biatch. 6 von 30 mit Road to the Adriatic. Da wir, glaube ich, auf die andere Seite dann müssen. Immer geradeaus. Würde ich sagen, biegen wir jetzt einfach rechts ab. Okay, da bleibt uns auch nichts anderes übrig. Ich erinnere mich auch, auch in Dings, in Promods fand ich solche Fahrten, Durchfahrten, Ortsdurchfahrten echt super nice. Hier in den osteuropäischen Ländern. Bisher sehe ich aber keine Werkstatt. Ja, es bleibt scheinbar spaßig. Demnächst links abbiegen. Doch eine Werkstatt, wunderbar, sehr schön. Juhu, wir können Geld ausgeben. Noch mehr Geld. Jetzt haben wir Vorfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Rechts ab. Wir müssen nicht rechts abbiegen. Und haben hier ein Stoppschild. Aber ich glaube wegen des Bahnübergangs, der dann plötzlich kam. Und ich bin mal hier beim, weiß ich nicht. Ja gut, Ethan, dann wahrscheinlich bei Chemiekonzern in Bihać oder sonstiges. Aufbewahrung des Ethans, Weiterverarbeitung. Ich weiß nicht, wofür Zoology ist benötigt. Ist das hier nicht der Point of Entry? Okay. Wahrscheinlich schon, oder? Synergy Technology. Auf Forschung oder so. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Nein, danke. Wie müssen wir hin? Oh, ich habe einfach den umständlicheren Weg genommen. Aber es kann ja keiner vorahnen. Dann abliefern. Und das Geld gleich wieder ausgeben. Was bekommen? Gute Arbeit. Nicht ausreichend, nur gute Arbeit. Ethan von Belgrad nach Bihać geliefert. Gefahren. Strecke 630 Kilometer. 46 Minuten habe ich dafür benötigt. 772 glatt. An Kraftstoffverbrauch, 150. ETS-2 World of Trucks Auftrag war dies gewesen. 22.400 gab es nur noch dafür, knapp 1.200 abgezogen und 881 Erfahrungspunkte. Dann fahren wir nochmal kurz, 2 Dritte von 15, fahren wir nochmal kurz zur Werkstatt nebenan. Wobei nebenan schon wieder relativ ist. Reparieren uns und schauen mal, wie viel Kohle wir dann gleich noch verlieren von den 15 plus, die wir gerade haben.
Und dann schauen wir noch mal kurz, wohin die Reise eventuell als nächstes gehen könnte. Ich muss mir auch noch mal aufschreiben, dass Bihać nicht mehr möglich ist für eine Fahrt. Zumindest für die nächsten 12 Fahrten. Das ist keine Möglichkeit mehr. Zumindest für die 15 Fahrten hier in Bummensdingens hier, ne? Im Westbalkan DLC. So. Wartung. Das alles ändert sich ja noch. 13.000, das heißt, wir haben 2.000 plus gemacht. Okay, wir haben 1000er plus gemacht. Sehr schön. Wir sind weit gekommen, diese Folge. Nicht. Hat sich richtig gelohnt, kann man so sagen. Gucken wir nochmal kurz, welche Fahrt das nächste sein könnte. Okay, Bulgarien war nicht der Fall. Könnte Umschlag Bagger Volvo EW240EMH werden. Von Bosphir Commerz nach Rock Eater Quarry. Das wird es wahrscheinlich sein, es sei denn, der Auftrag ist dann gleich nicht mehr da. Wären 425 Kilometer. Ansonsten fahren wir halt was anderes. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Ich werde jetzt nochmal kurz einkaufen gehen, ein bisschen vor Schluss dadurch schnappen und dann das morgige Video aufnehmen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns frisch gestärkt im nächsten Video wieder. Tschüss!